Hey, ich bin's Blippi und heute sind wir im Partydschungel in Phoenix, Arizona. Und wir werden so viel Spaß haben. Kommt mit. Seht euch das an. Oh, hallo. Hey, Blippi, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Ich bin so gespannt. Schaut euch das an. Hier für dich, viel Spaß. Danke. Armband und ein paar Wertmarken. Tschüss. Tschüss. Okay, ich steck die für später in meine Tasche. Gehen wir auf ein Fahrgeschäft. Wow, schaut mal. Was für ein Tier ist das hier? Ja, es ist ein Elefant. Tut ihr mit mir so, als wärt ihr ein Elefant? Elefanten sind so groß. Brumm, brumm, brumm. Okay, fahren wir. Okay, los geht's. Wow. Wow. Hey, hallo. Wow. Hey. Wow. Wow. Hallo da unten. Wie geht's? Wow. Das hat so viel Spaß gemacht auf dem Elefantenkarussell. Und so viel Spaß beim Elefantspielen. Kommt, wir gehen auf noch mehr Fahrgeschäfte. Wow. Seht euch das mal an. Danke. Wow. Hey, die sehen aus wie Schaukeln. Wisst ihr, welches Tier gerne auf Bäumen herumschwingt? Ja, genau. Affen lieben es, auf Bäumen herumzuschaukeln. Wir tun, als wären wir Affen. Okay, alles klar. Einsteigen. Okay, los geht's. Komm, wir setzen uns hin. Alles klar, los geht's. Anschnallen. Genau hier. Okay. Okay. Ich bin bereit. Los geht's! Wow! Wow! Hey! Das war mega cool. Okay. Oh, das macht so viel Spaß. Ich krieg irgendwie Hunger. Oh nein, seht mal, ich steck fest. Hey, lass uns Affen spielen, um hier rauszukommen. Ja, gut gemacht. Okay, bis bald. Oh, ich krieg irgendwie etwas Hunger. Habt ihr Hunger? Los geht's. Oh, lass uns Snacks holen. Kommt mit. Kann ich bitte ein paar Tiercracker haben? Na klar. Tiercracker. Lecker. Hier, bitte. Danke. Okay, lass uns einen Sitzplatz finden. Wie wär's mit hier? Komm, wir öffnen sie. So viele Tiere. Legen wir das hier hin. Warte mal, was ist das? Das ist ein Hund. Hey, ich habe eine Idee. Lass uns unsere Snacks essen wie ein Hund. Wisst ihr, wie Hunde fressen? Ja, genau, ohne Hände. Das ist lustig. Okay, mal sehen, was sie hier noch so haben. Wow, dieser Ort ist so cool und bunt. Wow. Oh, schaut mal. Minigolf. Wow. Hey, Schläger in zwei Größen. Wollen wir den hier oder den? Komm, wir nehmen den. Sieht richtig aus für meine Größe. So, wir haben einen blauen Schläger und einen orangenen Ball. Meine zwei Lieblingsfarben.
los geht's. Alles klar? Macht euch bereit. Wow! Warte, warte mal eine Sekunde. Welches Tier ist das? Wow! Das ist ein Zebra. Wow! Schwarz, weiß, schwarz, weiß. Hey, wusstet ihr, dass Zebras eigentlich ganz schwarz sind mit weißen Streifen? Spannend. Oh, die kann ich nicht vergessen. Wow! Ein Hippopotamus! Wow, wie lustig! Lass uns Hippo spielen! Hippos sind richtig groß. Sie lieben Wasser und sie lieben auch das Land. Ziemlich spannend. Oh, alles klar, los geht's! Wow! Ich hab's fast geschafft! Wow! Oh, das ist ein Pferd. Hey Pferdchen, wie geht's dir? Ich liebe Pferde. Sie sind meistens so freundlich. Und sie lieben Galoppieren. Hey, komm, wir galoppieren! Okay, lassen wir das Pferd hier, denn wir haben ein anderes Fahrgeschäft auszuprobieren. Oh, danke. Los. Wow. Hallo. Hi. Wie lustig. Hallo. Hey, Blippi. Oh, komm hierher. Hallo, wie geht's dir? Gut. Oh, sehr gut. Freust du dich schon? Ja, total. Okay, los geht's. Wow, hallo, wie geht's? Hi, gib gut. Mir 5. Wuhu, okay. Okay. Komm, wir sitzen hier und schließen die Kette hier. Jetzt sind wir bereit, loszufahren. Ho, 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 ho. Hallo. Das hat so viel Spaß gemacht. Wow! Wir lieben den Party-Dschungel. Yay! Wow! Das war klasse. TÜV, TÜV! Komm, wir schauen, was es hier noch gibt. Wow! Eine Dschungelturnhalle. Wow! Guck mal! Wow! Ein süßes kleines Tier. Hallo? Das ist ein Faultier. Wusstet ihr, dass sich Faultiere richtig Hier, na los, lass uns Faultier spielen. Okay, man spielt Faultier, indem man sich richtig langsam bewegt. 3, 2, 1. Das ist lustig. Wow. Oh, das ist witzig. Habt ihr jemals ein Faultier schwimmen gesehen? Ihr solltet das sehen. Es ist mega lustig. Faultiere bewegen sich langsam an Land, aber wenn sie schwimmen, schwimmen sie sehr schnell. 3-mal so schnell wie an Land. Wow. Hey, in diesem Bereich soll man seine Schuhe ausziehen. Also ziehen wir sie besser aus. Hier. 1, 2. Hui! Na los! Wow! 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 Schaut euch das hier an! Wow! 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 Wow!
Was ist das? Wow, was für ein Tier ist das? Es ist süß. Es ist schwarz und weiß. Wow, es ist ein Pinguin. Lass uns zusammen Pinguine spielen. Okay, ihr müsst einfach watscheln. Wow, watschel, watschel, watschel. Watschel, watschel, watschel. Wow, okay. Okay, lass mich meine Schuhe wieder anziehen und lass uns an den Spielautomaten spielen. Oh, ach du meine Güte. Okay. Schauen wir das an. Wow. Seht dieses Spiel an. Oh, alles klar. Lass uns eine Münze einwerfen. Nehmen wir den Hammer. Bereit. Wow. Oh. Oh. Ui, das ist super. Oh, schaut, ich hau drauf, wenn sie rauskommen. Oh. Es wird schwieriger. Zwei kommen zur gleichen Zeit raus. Oh, ich werde müde. Wow, drei kommen gleichzeitig raus. Wow. Oh, ich hab sie. Wow. Wow. Das war echt schwer. Okay, was für Spiele gibt es noch? Oh, ich kenn ein Spiel. Hier, kommt hier herüber. Dance, Dance Revolution! Wow! Ich bin echt gut darin. Macht euch bereit. Wir haben es geschafft. Wow. Wow. Lass uns auf dem Fisch reiten. Los geht's. Wow. Wow. Es ist wie Schwimmen, weil ich auf einem Fisch reite. Oh, wow, gut gemacht. Wow, das war anstrengend. Wow, wow, noch ein Fahrgeschäft. Kommt mit. Woo. Yay, los geht's. Alles klar. Wow. Okay, dieses Fahrgeschäft ist echt cool, weil man sich im Kreis dreht. Okay, alles klar. Ich bin bereit. Pferdchen. Oh, wow. Okay, los geht's. Wow. 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 Wuhu. Wow. 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 Mir wird so schwindelig. Oh, oh. Habt ihr gesehen, wie schnell ich mich gedreht habe? Das war toll. Oh, und es hat so viel Spaß gemacht, mit euch im Partydschungel zu sein. So, das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur nach meinem Namen suchen. Buchstabiert ihr ihn mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Es war lustig, mit euch und den Tieren zu sein. Tschüss! Wow! Los, kommt alle her, lernen ist nicht schwer. Oh, hey!
Hey, ich bin's, Blippi. Ich habe meine ganze Campingausrüstung dabei, denn heute gehen ihr und ich zelten. Wow, ich liebe die Natur. Sie ist so wunderschön. Es gibt so viele Pflanzen, Baumstümpfe und Bäume. Wow, seht mal hier. Ein Insekt. Das sieht aus wie eine Raupe. Wow. Hallo, kleine Raupe. Na gut, wir sollten besser weitergehen, damit wir vor Einbruch der Dunkelheit am Zeltplatz sind. Wow. Hey, seht euch diese schöne Pflanze an. Seht ihr das? Das ist ein Farn. Wow. Seht doch mal, das ist die Farbe grün. Hey, hier drüben ist ein Baum. Oh, entschuldige, Farn. Seht genau hier. Das ist ein Baum. Ja, ihr wisst, was ein Baum ist. Da ist etwas Rinde dran und auch noch etwas Moos. Seht, wie hoch der Baum ist. Er ist viel größer als ich. Ha? Na gut, mal sehen, was wir hier noch finden können. Wow. Hey, seht, noch ein Insekt. Hallo, das sieht aus wie eine Libelle. Hallo, liebe Libelle, wie geht es dir heute? Na gut, lasst uns weitergehen. Oh, seht, eine Spinne. Hey, Spinne, hast du einen schönen Tag? Ich setze dich mal hier drüben hin, damit ich nicht auf dich trete. Okay, weiter geht's. Oh, Moment mal. Hier sind noch mehr Insekten. Was für Insekten sind das? Das sind Gottesanbeterinnen. Wow, die sind so cool. Guckt, so sehen sie aus. Hallo, ich bin eine Gottesanbeterin. Hi. Okay. Ich glaube, wir sind fast da. Ich werde ein bisschen müde. Seht euch das an. Das sieht aus wie der perfekte Campingplatz. Wow. Okay, gehen wir hier rüber und nehmen unsere ganze Ausrüstung ab. Schon besser. Den noch? Puh. Ich glaube, ich brauche etwas Wasser. Also gut. Ich packe mal meine ganze Campingausrüstung aus. Yeah. Oh, vergesst nur nicht die Marshmallows. Ja, die sind für die S'mores später. Und die leckeren Cracker. Oh, und die Schokolade. Hattet ihr schon mal ein S'more zuvor? S'more zuvor? Das reimt sich. Das ist albern. Und mein S'mores-Stock. Und mein Malbuch. Dann kann ich später im Zelt etwas malen. Das wird so ein Spaß. Also gut, was haben wir hier denn noch? Nun, wir haben unser Wasser hier drin. Ihr braucht auf jeden Fall Wasser, damit ihr es trinken könnt. Yum, ich liebe Wasser. Oh, ich habe meinen orangen Schlafsack. Das wird so gemütlich. Und ein blauer Stuhl. Ich baue den später auf, neben dem Feuer. Dann kann ich entspannt das Feuer genießen und meine S'mores rösten. Okay, na gut. Wir haben hier ein Fernglas. Wow, seht's euch an. Damit könnt ihr Dinge in der Ferne sehen, zum Beispiel Vögel. Wow, da drüben ist einer. Hallo Vögelchen, hallo. Na gut, ich leg es hier ab. Oh, und eine Laterne, seht euch das an. Wow, das ist ein richtig helles Licht. Damit könnt ihr sogar im Dunkeln sehen. Und eine riesige Flasche voll Wasser. Bevor ich ins Bett gehe, gieße ich es auf das Feuer. So entfachen wir gar keinen Waldbrand. Das wäre wirklich schlimm. Oh, yep, mein Wanderstock. Ja, den habt ihr schon gesehen. Hilft mir mit meinem Gleichgewicht, während ich wandere. Und nicht zu vergessen, mein Zelt. Ja, es ist wie ein Haus. Denn wenn man in der Wildnis ist,
Ja, braucht man einen Schlafplatz, oder? Ja. Machen wir es auf. Ich denke, ich baue das Zelt auf. Alles klar, los geht's. Ist wie ein Puzzle. Wow, das geht von einem Ende zum anderen. Und dann habe ich noch eins von den Dingern. Nun kommt der lustige Teil. Man errichtet das Zelt. Seid ihr bereit? Wie sieht's aus? Sieht echt gut aus, hä? Tada! Jetzt können wir darin schlafen. Wow, ich habe vergessen, meine Schuhe auszuziehen. Ja, man zieht die Schuhe aus, bevor man ins Zelt geht. Denn dann bringt man keinen Dreck rein. Schließlich noch den Reißverschluss zu. Wow, das macht so viel Spaß. Okay, das Malbuch leg ich mal hier hin. Zuerst hol ich meinen Schlafsack raus. Yeah, mein oranger Schlafsack. Wow. Okay, das kommt dahin. Und dann geht's los. Wow. Schlafsäcke sind wirklich gemütlich. Ja. Sie halten euch schön warm in der Nacht, wenn es wirklich kalt ist. Okay, und los. Reinkrabbeln. Wow. Wow. Seht ihr? Ich werde gut gewärmt heute Nacht. Okay. Hey, ich habe eine lustige Idee. Ich denke, wir sollten malen. Ich habe ein paar Wachsmalstifte. Ja, ich liebe Malen, wenn ich zelten bin, weil Malen ist echt wirklich richtig lustig und es ist kreativ. Es ist wirklich toll. Habt ihr mal gemalt? Ja, habt ihr selbst mal etwas gemalt? Denn seht, ihr könnt das ausmalen. Ja, guckt. Blippi, willkommen im Baumhaus. Ha! Wow, so ist es gut. Ja, ihr könnt eine Seite ausmalen oder ihr sucht ein leeres Blatt und dann zeichnet ihr etwas Eigenes, vielleicht blau. Eins, zwei Kreise und ein Smiley-Gesicht mit einer Zunge. Okay, aber was machen wir hier drin? Wir zelten doch. Draußen gibt es lustige Dinge zu tun. Wir sollten rausgehen und Verstecken spielen. Was meint ihr? Ich liebe Verstecken spielen. Okay, um zu spielen, muss sich eine verstecken und die anderen suchen. Yeah. Okay, ich versteck mich und ihr sucht, okay? Also, gut. Fertig? Zählen wir bis fünf. Schließt die Augen, bereit? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hallo? Seht ihr mich? Seht ihr mich? Ja, hey, ich bin hier. Gut gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Dieses Lagerfeuer ist so schön.
Nun, wenn ein Lagerfeuer brennt, müsst ihr sehr vorsichtig sein. Ja, ich habe das Feuer gemacht, aber ich bin ein richtiger Erwachsener, wusstet ihr das? Kinder sollten niemals selbst ein Feuer machen. Aber gibt es ein Lagerfeuer, sollte immer ein Erwachsener dabei sein. Wenn keiner da ist, ruft ihr nach einem: Hey, Erwachsener, jemand sollte mal herkommen zum Lagerfeuer. Und hey, apropos Lagerfeuer, erinnert ihr euch an diese Wasserflasche von vorhin? Ja, es sind etwa 3,8 Liter. Ja, ihr müsst sicherstellen, dass ihr Wasser in der Nähe eines Lagerfeuers habt. Für den Fall, dass es außer Kontrolle gerät. Dann gießt ihr etwas Wasser auf das Feuer, ja, und löscht es. Aber dieses Feuer ist in einer sicheren Umgebung. Seht ihr die Feuerstelle, die ich gebaut habe? Ja. Ja, so kann gar nichts anderes Feuer fangen. Und noch was Wichtiges, ihr müsst überprüfen, dass keine Äste oder Blätter oder sowas darüber oder drumherum sind. Ja, also jetzt, wo wir ein sicheres Lagerfeuer haben, ist es die perfekte Zeit für ein paar S'mores. Hattet ihr schon mal S'mores zuvor? Oh, die sind so yummy. Nach einem gesunden Abendessen könnt ihr einen S'more essen. Guckt mal, hier haben wir knusprige Cracker. Ja, das ist ein Rechteck, aber ihr teilt es in der Hälfte. Und jetzt habt ihr zwei Quadrate. Yum! Okay, und dann habt ihr noch einen Zylinder. Ja, das ist ein Zylinder. Seht ihr die Form? Aber so nennt man es nicht. Das ist ein Marshmallow. Und der ist so yummy. Okay, ich leg das erstmal hier hin. Okay, eigentlich, wisst ihr was, ich sollte ein bisschen ordentlicher sein mit diesem runden, weißen Teller. Na gut, seht ihr diese leckere Schokolade? Okay, das ist die dritte und letzte Zutat für S'mores. Ich liebe Schokolade. Ja, und es sind tatsächlich kleine Rechtecke. Wow, seht ihr's? Ja, kleine Rechtecke. Und sie ergeben ein größeres Rechteck, wenn sie verbunden sind. Okay. Das Erste, was ihr tun müsst, ist, euren Marshmallow aufzuspießen. Denn dann seid ihr nicht zu nah am Feuer. Das wäre richtig gefährlich. Ihr müsst einen sicheren Abstand zum Feuer einhalten. Ja, perfekt. Wow, so rösten wir den Marshmallow. Wow, er wird schon golden. Wow, er ist fast fertig. Wow, das sieht so gut aus. Seht ihr das? Wow, perfekt. Das wird sicher so yummy. Na gut, legen wir ihn direkt auf die Schokolade. Und die Schokolade liegt auf dem Cracker. Und dann den Marshmallow und dann noch einen Cracker. Und raus damit. Oh, perfekt. Seht ihr das da? Oh, ich nenne das Yummy, Yummy, Yummy S'more Dessert. Nom, nom, nom. Fertig? Yum. Jetzt ist die perfekte Zeit für den Camping-Song. Schaut mal hier, der perfekte Platz für unser Zelt. In der Natur und im großen Himmelszelt. Wir machen Feuer, rösten was und singen los. Hey, kennt ihr das? Das ist das Campinglied. Lass uns campen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns campen bei Sonnenschein. Lass uns campen, ich mag gern draußen sein. Wir gehen wandern und erkunden die Natur. Sehen Tiere und sind Käfern auf der Spur. Wir sitzen rund ums Feuer und erzählen alle was. Deshalb macht Zelten so viel Spaß. Los, singt mit! Lass uns campen,
das macht dir Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns campen bei Sonnenschein. Lass uns campen, ich mag gern draußen sein. Wir fahren unser Kanu den schönen Fluss entlang. Über uns die Vögel, hört ihr den Gesang? So ein Spaß den ganzen Nachmittag. Aber vergesst nicht das Insektenspray. Lass uns campen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns campen bei Sonnenschein. Lass uns campen, ich mag gern draußen sein. Alle zusammen! Lass uns campen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns campen bei Sonnenschein. Lass uns campen, ich mag gern draußen sein. S'mores sind so yummy und Camping macht so viel Spaß. Hattet ihr einen schönen Tag mit mir heute? Yeah! Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Nun gut, ich sollte jetzt wohl besser das Feuer löschen. Yeah, das war's. Hallo! Hey! Ich bin's, Blippi! Wow, seht mal, wo ich bin! Es ist so wunderschön! Auf dem Boden liegen so viele Blätter und die Bäume sind so groß! Hey! Habt ihr gesehen, wie das Blatt vom Baum herunterfiel? Ja! Was können wir daraus schließen? Ja! Es ist die Jahreszeit Herbst! Wenn die Blätter runterfallen! Und in diesem Video lernt ihr und ich etwas über die Jahreszeit Herbst. Okay, wir werden richtig viel Spaß haben. Und los! Wow! Wow! Und draußen zu sein ist so cool. Hey, wisst ihr eigentlich, dass es 4 Jahreszeiten im Jahr gibt? Lasst uns sie aufzählen. Okay. Die erste heißt Frühling. Wow! Das ist, wenn überall die Blumen blühen. Wenn es wieder ein bisschen wärmer wird. Aber während des Frühlings kann es auch regnen. Ja! Wow! Alles ist am Wachsen. So schön! So heiß heute wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das ist der Sommer. Wow, ich mag den Sommer. Ich gehe so gerne an den Strand. Ich liebe es, auf dem Handtuch zu liegen und dabei in der Sonne zu brutzeln. Und im Sommer ganz viel Limonade zu schlürfen. Und dann kommt der Herbst. Ja, seht ihr die Blätter herunterfallen? Ja, und wenn die Blätter fallen, ist Herbst. Wow, die Bäume und die Blätter. Die Blätter wechseln ihre Farbe. Zuerst waren sie grün, aber dann werden sie alle orange und rot und gelb und solche wunderschönen Farben. Welche Jahreszeit ist das? Es ist so kalt. Ja, das ist der Winter. Dann fängt es manchmal an zu schneien an manchen Orten auf der Welt. Auf jeden Fall wird es deutlich kälter. Und dann haben wir alle wieder unseren Spaß beim Wintersport. Aber okay, das waren die 4 Jahreszeiten. Doch die Jahreszeit jetzt gerade ist Herbst. Wir lernen also was über den Herbst. Yeah! Wow! Seht mal all die Blätter auf dem Boden. Es sind ganz viele. Wow, ich liebe den Herbst. Ja, die Blätter fallen auf den Boden. Es ist Herbst. Hey, guckt mal hier. Seht ihr diese Blätter? Oh. Sie haben die Farbe grün. Wow.
Sie sind so schön. Sie sind so schön und frisch. Yeah. Hey, und dann während des Herbstes? Wow. Seht ihr, wie dieselben Blätter sich gelb verfärben? Ja, und tatsächlich werden sie trocken. Sie werden welk und dann fallen sie runter auf den Boden. Wow, seht mal all die Blätter. Ich sammle ein paar. Ich sammle sie für ein Kunstprojekt später. Ich zeige euch das Kunstprojekt und es wird so cool. Wow, hier sind so viele. Wow. Seht mal diese beiden Blätter. Wow. Eins, zwei, zwei Blätter. Hey, welche Farbe haben diese Blätter? Ja, sie haben beide die Farbe braun. Und dieses Blatt ist ziemlich dünn. Und dieses Blatt ist ziemlich dick. Wow. Oh, oh, oh. Seht mal dieses Blatt. Wow. Dieses Blatt hier ist ziemlich klein. Und dieses Blatt ist ziemlich groß. Okay, ich sammle diese Blätter und nutze sie später noch für ein Kunstprojekt. Oh, einen Moment mal. Hier sind noch mehr Blätter. Wow, noch zwei Blätter. Eins, zwei. Und welche Farbe haben sie? Ja, die Farbe gelb. Wow, wir haben so viele tolle Blätter für das Kunstprojekt. Okay, lasst uns noch ein paar Blätter sammeln. Wow, seht nur all diese grünen Blätter. Grün ist so eine coole Farbe. Wow, guckt mal hier. Das ist so cool, seht euch an. Seht ihr diese Blätter? Sie haben die Farbe grün. Und dann geht es langsam über in die Farbe rot. Hey, vielleicht können wir auf dem Boden einige rote Blätter finden, die heruntergefallen sind. Hey, hier sind zwei. Das hier ist eins. Wo ist das andere hin? Hier ist es. Okay, hier sind zwei rote Blätter. Wirklich gut gemacht. Hey, wow, seht nur die ganzen Blätter. Ja, ihr und ich haben das wirklich gut gemacht und haben nun ganz viele Blätter. Hey, seht mal da. Wir haben ein gelbes Blatt. Wir haben ein grünes Blatt. Wir haben ein oranges Blatt. Und wir haben ein braunes Blatt. Es gibt so viele Blätter zur Auswahl. Ja, wisst ihr noch, was ich vorhin sagte? Wir haben all die Blätter gesammelt für ein Kunstprojekt. Und jetzt geht's los. Also das Kunstprojekt besteht aus den Blättern, einem schwarzen Filzstift und Kleber und oder Klebeband und einem großen weißen Blatt Papier. Wow! Okay, zuallererst nehmen wir mal unseren schwarzen Stift und zeichnen den Stamm eines Baumes. Und der sieht aus wie ein hohes Rechteck. Bereit? Perfekt! Diese Form ist ein Rechteck. Und jetzt malen wir die ganzen Blätter drauf. Es geht los! Ja, das sieht aus wie ein toller Baum. Ja, hier nochmal. Perfekt. Das ist ein toller, buschiger Baum. Okay, und als nächstes brauchen wir entweder Kleber oder Klebeband. Und das kommt dann auf den Baum. Natürlich mit den ganzen Blättern. Okay, ich probiere zuerst den Kleber. Mal sehen. Dieses Blatt ist echt toll. Yeah. Okay. Und ein bisschen Kleber auf die Rückseite des Blatts. Schon klebt es da. Das sieht super aus. Und jetzt nehme ich ein gelbes Blatt. Noch mehr Kleber. Wow, das wird so ein tolles Bild. Wow, hier das grüne Blatt. Wow, wie ein Baum in klein. Okay. Einen langen Strich Kleber obendrauf. Perfekt. Das macht richtig Spaß.
Mal sehen, wie viele Blätter wir am Ende auf unser Papier draufkleben können. Hoho, ich habe keine Ahnung. Ich klebe einfach ein Blatt nach dem anderen auf unser Kunstwerk. Wow, wow. Keine Ahnung, ob das Blatt kleben bleiben wird. Hey, wieso nehmen wir nicht mal das Klebeband? Vielleicht geht es damit besser. Okay. Ja, das funktioniert. Okay, manchmal im Leben, wenn etwas nicht so richtig klappt, probiert etwas anderes. Und dann vielleicht klappt es damit besser. Ja, super. Das sieht jetzt schon so gut aus. Nochmal eins. Wow. Ihr und ich haben hier einen Baum aufs Papier gebracht mit all den Blättern, die wir gesammelt haben. Haha, gut gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, kreativ zu sein. Aha. Seht mal diese Blätter. Sie sind so grün. Hey, und wenn ich sie vorsichtig anfasse? Ja, passiert gar nichts. Sie sind noch ganz zart und frisch. Wow. Aber dieses Blatt hier drüben. Wow. Dieses Blatt ist vom Baum da oben abgefallen. Ich ziehe es mal raus. Yeah. Seht ihr das Blatt? Ja, es ist definitiv abgefallen, denn es ist Herbst. Und es ist braun. Mal sehen, was jetzt passiert. Ja, habt ihr es gehört? Es zerkrümelt, weil es ganz trocken ist. Okay, wir heben das für später auf. Lass nie ein Blatt zurück. Keine Zeit für ein Nickerchen. Es ist Zeit für ein Kunstwerk. Yeah! Seht mal hier. Ein neues Kunstprojekt. Ich bin so aufgeregt. Ich liebe Blätter. Und ich liebe die Jahreszeit Herbst. Okay, also für dieses Kunstwerk brauchen wir einige Buntstifte. Wow, da haut einer ab. Das hier sind alles Stifte in herbstlichen Farben. Und dann brauchen wir wieder Blätter. Jupp, jupp. Und wir brauchen weißes Papier. Und ihr braucht für dieses Kunstprojekt noch eine glatte Oberfläche. Ja, wie dieser Picknicktisch. Okay, zuerst suchen wir ein Blatt aus. Mal sehen. Wie wär's mit, sagen wir, wow. Ja, dieses grüne Blatt. Wow, das wird richtig cool. Okay, ihr dreht es erst einmal um. Ja, die schöne Seite nach unten. Und ihr seht die Rückseite des Blatts. Die Unterseite legt es unter ein Stück Papier, sodass ihr das Blatt fühlen könnt. Und weil das Blatt grün ist, nehme ich einen grünen Stift. Und dann schraffiert ihr vorsichtig darüber. Wow, seht ihr das? Das ist so cool. Und nun hebe ich es noch etwas mehr hervor und umrande es schwarz. Yeah. Seht mal her. Was für ein wunderschönes Blatt. Okay, machen wir gleich nochmal eins auf demselben Blatt Papier. Mal sehen.
wie wär's mit diesem großen orangen Blatt? Ja, irgendwie orange und irgendwie braun. Okay, es hat ein Loch mittendrin, das ist okay. Vermutlich wird es knifflig, aber ich denke, wir schaffen es. Okay, ich mache es mal hier an die Seite. Seht ihr? Ja, gegenüber. Das ist gut. Okay, dann nehmen wir mal die Farbe braun. Bereit? Wow, es hat geklappt! Habt ihr gesehen, wie es geht? Ist das nicht cool? Okay, ich werde es jetzt auch noch umranden. Ja, ich mag das Umranden. Aber das müsst ihr nicht tun. Ich mache es nur gerne, weil es das Blatt noch etwas mehr hervorhebt. Yeah, hey, ich habe eine Idee. Warum nehmen wir nicht eine dritte Farbe, zum Beispiel Orange? Yeah, und schreiben ein Wort unten drauf. Wie wär's mit dem Wort Herbst? Okay, bereit? Buchstabiert es mit mir. H-E-R-B-S-T. Herbst. Gut gemacht. Okay, das lege ich mal hier rüber. Und jetzt malen wir noch ein Blatt. Mal sehen. So viele Blätter zur Auswahl. Hey, seht mal das hier. Dieses Blatt ist einzigartig. Ja, es ist von einem Farn. Okay, das kommt dahin. Und dann nehmen wir nochmal den grünen Stift, weil das Blatt grün ist. Aber ihr könnt jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Wow, das sieht wirklich richtig cool aus. Wow, seht ihr das? Es ist nur ganz blass, aber wirklich gut. Ja, hier. Sieht fast gleich aus. Okay. Und nun nehmen wir die Farbe Rot und schreiben das Wort Blatt. Bereit? B-L-A-T-T. Blatt. Okay, nun machen wir ein letztes Blatt. Hey, genau. Wir haben bisher ja Gelb noch nicht verwendet. Ja, nehmen wir jetzt mal Gelb. Finden wir auch ein gelbes Blatt? Wow, seht mal hier. Das ist ein wunderbar gelbes Blatt. Oh, schön. Okay, los geht's. Leg das Blatt hier in die Mitte. Genau so. Und es geht los. Wow! Seht euch das an! Wow! Ein weiteres schönes Blatt! Okay, schreiben wir ein letztes Wort drauf. In welcher Farbe? Nehmen wir die Farbe Schwarz, weil wir es nicht umrandet haben. Nehmen wir... ich weiß! Lasst uns meinen Namen buchstabieren! Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Es macht so viel Spaß, mit euch die Kunstwerke zu gestalten. Wow! Wow! Das hat großen Spaß gemacht, gemeinsam mit euch etwas über den Herbst zu lernen. Er ist einer meiner vier liebsten Jahreszeiten. Wir haben Zählen geübt und Farben gelernt, sogar Größenvergleiche, Texturen und wir waren richtig kreativ. Nun, das ist das Ende dieses Videos, aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Okay, bis demnächst. Bye, bye. 3, 2, 1. Wow. Hey, guckt mal, wo ich bin. In einem Spielzeugladen. Wow, so viel Spielzeug. Ich glaube, wir sollten uns ein paar Spielzeuge ansehen und deren Farben lernen. Wie dieses hier. Wow! Seht euch diese bunten Bälle an!
Die sind blau, grün, rot, gelb und lila. Wow! Wow! Ich liebe diesen Spielzeugladen. Da sind ein paar Puzzle. Oh, und einer meiner Lieblingssachen. Ein grüner Spielzeugtraktor. Wow. Und noch ein Traktor. Aber dieser Traktor ist schwarz. Wow. Wow. Noch mehr Spielzeug. Wie diese Planierraupe, die Farbe gelb hat. Und ein Riesenbagger hier drüben. Legen wir das zurück und nehmen diesen Bagger. Wow. Dieser Bagger hat die Farben grün und blau. Oh, und orangefarbene Räder. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Was haben wir hier noch? Oh, ein Geländewagen. Wow. Dieser Geländewagen hat die Farbe gelb. Okay, lasst uns den Geländewagen zurückstellen und noch ein paar Spielzeuge anschauen. Schaut euch das an. Dieses Auto hat die Farbe blau. Wow. Und wir haben hier ein paar Tiere. Wie die Kuh. Die ist schwarz und weiß. Und dann, ein hübsches braunes Pferd. Okay. Wow. Guckt mal hier. Ein süßer weißer Hund. Okay, stellen wir den Hund zurück und erkunden wir weiter die Spielzeugabteilung. Wow, ein wirklich großer Monster Truck! Wow! Wo ist er denn hin? Da haben wir es! Dieser Monster Truck hat die Farben grün, lila, schwarz und da oben ist ein bisschen rot. Wow! Okay, was haben wir noch? Ein richtig großer Monster Truck! Dieser Monster Truck hat die Farbe rot. Wow. Okay, ich glaube, wir haben genug Spielzeug gesehen im Spiel. Moment mal, wir können nicht dieses leuchtend orangene Spielzeug vergessen. Wow. Orange. Okay, jetzt denke ich, sind wir fertig mit dem Spielzeugladen. Moment mal, wir müssen die hier hinten angucken. Die letzten Spielzeuge. Kipplaster, ja, die haben die Farbe gelb. Wow, und noch eine Planierraupe, die auch die Farbe gelb hat. Okay, das sind alle Baufahrzeuge, die Farbe gelb haben. Also, wir sehen uns später. Tschüss. Hier hat die Farbe pink. Oh hey, hier sind noch mehr Spielzeuge. Wie das hier, das hat die Farbe pink. Oh, und das hier, das hat die Farbe pink. Oh ja, das hier auch, das hier hat die Farbe pink. Oh, sieh dir dieses Spielset an. Dieses Spielset hat die Farbe pink.
Und ein Plüschtier, das die Farbe pink hat. Hey, ich bin's, Blippi. Könnt ihr sehen, was ich tue? Ich male. Ja, eigentlich bemale ich nur einen gewöhnlichen Pappkarton. Seht's euch an. Seht, ich habe einen Pappkarton und bemale ihn. Habt ihr eine Ahnung, was ich da mache? Ja, tatsächlich mache ich einen Limonadenstand. Yeah! Ich liebe Limonade. Sie ist so yummy. Aber ein Limonadenstand ist nicht dazu da, dass du sie alleine trinkst, sondern für andere, an die du die Limonade verkaufst. Yeah! So, das Erste, was wir jetzt machen, wir machen einen wunderschönen Limonadenstand, sodass einfach jeder kommen will, um sie zu probieren. So, alles ist jetzt bemalt. Ich habe diese gelben, dreieckigen Fähnchen. Und ich mache sie hier fest, hier ganz oben. Das wird unsere Käufer anlocken. Okay, noch etwas Klebeband hier. So ist's gut. Wow. Okay, ihr seht die gelben Dreiecke? Ja, was hat die Farbe gelb und an was denkt ihr dabei? Limonade! Auch die Sonne hat die Farbe gelb. Okay, weiter geht's. Und dann haben wir noch ein paar mehr davon. Wow. Habt ihr denn schon mal Limonade probiert? Sie ist wirklich lecker. Echt schräg, weil isst man nur eine normale Zitrone, ist sie wirklich sauer. Aber mit ausreichend Wasser und noch etwas Zucker machen wir es schön süß und es wird ein Erfrischungsgetränk. Okay, wie wäre es denn genau hier? Wow, er ist so schön. Okay, wir haben unseren Limonadenstand. Blau und Orange, meine zwei Lieblingsfarben. Wir haben die gelben Fähnchen, die bringen mehr Kundschaft. Aber all die Kunden werden dann sagen, was tut Blippi denn da? Also müssen wir ihnen sagen, was wir machen. Wir verkaufen jetzt Limonade für einen Dollar. So, jetzt stecken wir es hier rein. Perfekt. Wie sieht es aus? Könnt ihr sehen, was ich hier tue? Yeah, ich verkaufe Limonade. Okay, der Stand ist fertig gebaut. Nun kommt der Moment für die Limonade. Und dann wird sie verkauft. Yay, los geht's. Yeah, die erste Zutat für Limonade, die Zitronen. Haha, es geht los. Super, dass unser Freund einen eigenen Zitronenbaum hat. Das spart uns sicherlich einen Haufen Kohle, wenn wir ausrechnen, wie viel uns die Limonade gekostet hat. Okay, los geht's. Seht ihr den Pitcher? Wir brauchen viel Wasser, Zucker, Zitronen und wir peppen es mit ein paar Himbeeren auf. So wird's Himbeerlimonade. So, als Erstes schnappen wir uns die leckeren Zitronen. Yeah, okay. Und nur Erwachsene dürfen Messer benutzen. So, wir nehmen zuerst die Zitrone. Wir schneiden sie durch. Wir benutzen die Presse. Und quetschen all den Saft raus. Seht mal her. Bereit? Wow! Yeah! Könnt ihr all den Zitronensaft darin sehen? Okay, wir nehmen noch eine. So macht man das. Wow! Mit diesem Ding presst man den ganzen Saft aus. Seht doch, wie lecker. Ich wette, er ist wirklich sauer so. Okay, ich denke, wir haben genügend von unserem Zitronensaft für die Limonade. Okay,
So, als nächstes kommt der Saft in den großen Pitcher. Alles rein. Ups. Okay, das Fruchtfleisch ist reingeplumpst, aber das ist okay. Okay, also die Zitronen kosten nichts. Also, das kostet uns $0, sie zu machen. Es läuft alles nach Plan. Okay, als nächstes kommt dann unser Wasser. Okay. Wow. Wow. Wow, das ist die perfekte Menge. Okay. Also, die Zitronen waren gratis. Das Wasser kostet 10 Cent. Yeah. Und jetzt muss es noch süßer werden. Denn das ist eigentlich nur wie stark verdünnter Zitronensaft. Und das wäre wirklich herb und sauer. So, und hier haben wir den Zucker. Yeah. Das ist eine richtig leckere Zutat. Ihr solltet aber nicht zu viel Zucker essen. Aber für die Limonade brauchen wir jetzt 6 Löffel. Bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, geschafft. Wir stellen ihn weg. Jetzt umrühren. Diese Limonade ist jetzt fertig. Ihr braucht für unsere Limonade die Zitronen, Wasser und Zucker. Aber wir haben noch die Extra-Zutat von vorhin, wisst ihr noch? Himbeeren! Yeah, wir machen jetzt Himbeerlimonade. Aber bevor wir das tun, lasst uns ausrechnen, wie viel die Limonade uns bisher gekostet hat. Nun, die Zitronen kosten nichts. Ein Geschenk von unserem Freund. Das Wasser kostet 10 Cent. Und der Zucker kostet 40 Cent. Also sind wir bei 50 Cent für den vollen Pitcher. Wow, okay. Wir geben die Himbeeren dazu. Ach Mist, eine fiel raus. Wir nehmen die nicht mehr. Nur noch die hier drin. Bereit? Rein mit euch. Wow, sie treiben oben. Wow, Himbeerlimonade. Okay. Jetzt zu unseren Gesamtkosten. Lasst uns rechnen. Also vorhin waren wir bei 50 Cent. Und die Himbeeren kosten 50 Cent in einem Supermarkt. Also 50 Cent plus 50 Cent sind $1. Wow, der ganze Pitcher kostet uns $1. Okay, dazu noch etwas Eis. Wupp. Schön kühl. Und dann geht's los mit dem Verkaufen. Das Eis war gratis, denn unser Freund hat auch eine Kühltruhe voller Eis. So, jetzt haben wir eiskalte Limonade. Himbeerlimonade. Jetzt können wir sie verkaufen. Ich denke, es sind etwa 8 Gläser hier drin. Und sie kosten uns $1. Also 8 Gläser verkaufen wir für je $1. Ergibt $8. Und wir ziehen $1 ab. Macht $7. Wow, wir bekommen $7. Und los. Wow. Und los geht's. Wir haben diesen mega coolen Limonadenstand. Wir haben die leckere Limonade. Yeah. Nun ist es an der Zeit, sie zu verkaufen. Es geht los. Limonade. Limonade. Wer möchte gern Limonade? Ich möchte eine Limonade. Oh, okay. Wie geht es dir heute? Gut, aber etwas durstig. Oh, wirklich? Tja, sieht so aus, als hätte ich da was nur für dich. Oh, fantastisch. Was kostet sie? Nur $1. $1. Oh. Hier habe ich ihn. Oh, spitze. Gerne. Was ist das für eine Sorte? Sie ist keine gewöhnliche. Das ist Himbeerlimonade. Ich liebe sie. Ich bin gespannt. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Bye. Habt ihr es gesehen? Ihr und ich haben unsere allererste Limo verkauft. Gut gemacht. Nun, das war ein Spaß, etwas über das Geschäft zu lernen, wie man Limonade macht. Und Spaß dabei zu haben. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt.
Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Okay, ich verkaufe weiter Limonade. Limonade! Limonade! Irgendjemand Limonade? Huhu! Yeah! Limonade! Hallo! Wow! Fang, fang, fang! Wow! Oh, kommt her, Bälle! Wow! Schaut euch die bunten Bälle an! Wow! Wisst ihr, was noch bunt ist? Genau! Dieses blaue und gelbe Segelboot! Segelboote werden vom Wind angetrieben und ich puste, als wäre ich der Wind. Guckt mal! Das ist so cool! Und guckt, hier ist noch ein Segelboot. Das Segelboot hat die Farben Rot und Gelb. Wow! Okay. Wow, seht ihr da unten? Da sind Eier unter Wasser. Diese Boote und Bälle schwimmen auf dem Wasser, aber schaut mal da unten. Seht ihr das? Da ist ein grünes, gelbes, orangenes und lila Ei. Ich finde, wir sollten unter Wasser gehen und die bunten Eier holen. Hey, der hier wird uns gleich helfen. Okay? Los geht's. Jetzt geht's los. Okay, jetzt tauchen wir unter Wasser. Jetzt geht's los. Er kann nicht so lange seine Luft anhalten. Tauchen wir nochmal und holen das grüne Ei. Okay. Yay! Guckt! Er hat das grüne Ei. Wow! Okay, grünes Ei. Okay, jetzt holen wir das gelbe Ei. Bereit? Alles klar, jetzt geht's los. Ich spring mal vom Segelboot rein. Guckt mal, wir haben das gelbe Ei. Wow, gut gemacht. Alles klar, noch zwei Eier. Oh, ich krempel das mal hoch. Das wird sonst nass. Alles klar, noch zwei Eier. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Luft anhalten, Luft anhalten. Alles klar. Alles klar, jetzt geht's los. Yeah! Woohoo! Guckt mal, wir haben das orangene Ei. Yay! Alles klar, ein letztes Ei. Wow, nur noch eins. Und es ist das lila Ei. Das wird Spaß machen. Alles klar, Bauarbeitertyp,
Bereit? Ich bin bereit. Alles klar. Los geht's. Luft anhalten. Wow! Yeah! Gut gemacht! Wir haben's geschafft! Guckt, das lila Ei! Wow! Das hat so viel Spaß gemacht, die Eier aus dem Wasser zu holen! Wow! Und guckt mal, die Segelboote und all die bunten Bälle! Wow! Oh nein! Die Boote sinken! Okay, ich helfe Ihnen! Alles klar! Okay, guckt mal! Ich habe ein Netz! Ich finde, wir sollten all die Bälle aus dem Schwimmbad holen! Bereit? Oh ja! Der da! Juhu! Gelb! Juhu! Orange! Yeah! Pink! Lila! Wow! Ich habe 4 auf einmal! Rot und Pink! Blau! Und grün. 4 weitere. Rot und blau. Grün und pink. Grün. Orange. 3. Orange, blau, pink. Und zum Schluss lila. Guckt mal, was das ist. Das ist ein Dampfzug. Und heute sind wir in Chehalis, Washington. Und wir lernen was über Züge. Guckt mal, jetzt zeige ich euch all die Außenteile des Zuges. Zum Beispiel die hier. Wow, guckt mal, die großen Räder. Wow, es gibt so viele. Wow, da ist noch eins. Oh, und guckt mal das hier. Und guckt hier oben. Wow, das große Ding da. Ja, das ist die Feuerbüchse. Das erhitzt all das Wasser und erzeugt den Dampf, der Druck bedeutet. Und dann da oben, das ist der Schornstein. Und das die Glocke. Und das die Dampfpfeife. Und da hinten, das hier ist die Fahrerkabine. Dort sitzen die Fahrer des Zuges. Und kommt mal mit. Das ist der Schlepptender. Und guck mal hier. Das sind die Waggons des Zuges. Jetzt sind wir in der Fahrerkabine drin und hier ist der Ingenieur. Er heißt Rick. Hey, Rick. Hey. Okay? Und hier drüben ist der Heizer und er heißt Robert. Hey. Hallo. Und Sie erklären jetzt ein paar Innenteile des Zugs. Hey, was ist denn das Ding? Das nennt man einen Johnson Bar. Der bewegt die Lok vorwärts. Oder wenn ich ihn so einstelle, fährt sie rückwärts. Kann ich auch mal? Du willst es probieren? Na los. Okay. Das ist schwer. Okay, jetzt geht es zurück. Rückwärts ist ja noch schwerer. Cool. Wir bestimmen, in welche Richtung wir fahren und die Geschwindigkeit mit dem Gashebel. Wie ein Gaspedal im Auto. Wenn ich den rausziehe, fahren wir schneller. Oder? Schieb ihn nach vorne und wir fahren langsamer. Und wir können sie ganz ausschalten. Okay. Die andere Sache, die ich mache, ist, dass ich hier oben eine Pfeife habe, um Leute zu warnen, dass wir uns eine Kreuzung nähern.
Versuch mal. Oh, jetzt geht's los. Wow, wie cool. Und dann muss ich manchmal noch den Zug anhalten. Das hält den Zug an. Hier. Genau so. Und das ist nur für den Motor, unabhängig vom Zug. Und was ist das da unten? Da ist ein großes Feuer drin. Wir erhitzen Wasser für den Dampf. Das gibt uns die Antriebskraft. Oh, Moment. Also Feuer. Und das ist der Heizer da drüben. Also, was macht er? Mit diesem Griff kann ich das Feuer größer und kleiner machen. Wenn ich so mache, siehst du? Ein bisschen mehr und das ist ein bisschen weniger orange. Das ist echt cool. Also sitzt du dort und machst all das Feuerzeug? Machst du sonst noch irgendwas? Ja, ich muss diese Glocke läuten, damit Leute aus dem Weg gehen, wenn wir fahren. Ich ziehe das Seil und sie läutet. Cool. Kann ich mal? Ja, nur zu. Jetzt geht's los. Wow. Wie cool. Na, danke, meine Herren. Alle einsteigen! Jetzt ist es Zeit für alle Passagiere einzusteigen, damit wir losfahren können. Okay, jetzt bin ich dran mit Zugfahren. Also los, ihr könnt mitkommen. Wow! Oh, guckt mal hier! Wow, das ist das Abteil, wo alles verschlossen ist. Das ist cool. Aber hey, gehen wir dorthin, damit wir draußen Zug fahren können. Kommt mit! Oh, hallo! Hey! Wow, seht ihr? Wir sind draußen! Das wird so viel Spaß machen! Die Räder drehten sich und der Dampf paffte fleißig. Los geht's! Wow, es ist so grün da drüben in dem Feld. Guckt mal! Hier kommen Bäume! Seht ihr das? Wow, guckt euch den schönen Teich dort an. So viel Grünes. Ich weiß nicht, was für Pflanzen da sind, aber die sehen etwas aus wie Seerosenblätter. Oh. Wow. Okay, wir waren draußen, aber jetzt sind wir in einem geschlossenen Waggon. So eine tolle Fahrt. Puff, puff, hier kommt der Zug. Puff, puff, hier kommt der Zug. Heute auf Schienen lang, er kommt schnell ans Ziel. Ja, puff, puff, hier kommt der Zug. Ich schau dir gern zu, den ganzen Tag. Puff, puff. Und überall im Land gibt es Gleise für dich und so viele Züge fahren drauf. Ich kann mir nur erträumen, wie viel Spaß wir doch hätten, stünde ich im Dienstwagen des Zugs. Der ist ganz hinten. Komm, zählen wir die Zugwaggons, so viele fahren da vorbei. Eins, zwei, drei, vier, und da sind noch mehr. Puff, puff, hier kommt der Zug. Puff, puff, hier kommt der Zug. Heute auf Schienen lang, er kommt schnell ans Ziel. Ja, puff, puff, hier kommt der Zug. Ich schau dir gern zu, den ganzen Tag. Puff, puff. Manche Züge sind für Passagiere. Wart ihr schon mal innen zu?
Gondeln transportieren Güter, manche Öl und Obst. Immer wenn ich nen Zug sehe, frag ich mich, was da drin ist. Puff, puff, hier kommt der Zug. Puff, puff, hier kommt der Zug. Heute auf Schienen lang, er kommt schnell ans Ziel. Ja, puff, puff, hier kommt der Zug. Ich schau dir gern zu, den ganzen Tag. Puff, puff. Kommt, machen wir die Lokomotivenbewegung. Ihr zieht den ganzen Zug alleine und dabei macht ihr nur ein Geräusch. Chugga, 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 chugga. Hier kommt der Zug, puff, puff, hier kommt der Zug. Heute Schienen lang, er kommt schnell ans Ziel. Ja, puff, puff, hier kommt der Zug. Ich schau dir gern zu den ganzen Tag. Puff, 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 hier kommt der Zug. Puff, puff, hier kommt der Zug. Es hat so Spaß gemacht, das Zuglied zu gucken, zu singen und zu tanzen, zusammen mit euch. Hey, wenn ihr meine Sendung mögt und ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, ja, müsst ihr einfach nur meinen Namen im Internet eingeben. Ihr kennt meinen Namen. Ja, genau, Blippi. B-L-I-P-P-I. Gut gemacht. Jetzt wisst ihr, wie ihr meinen Namen sagt und schreibt. Blippi! Bis zum nächsten Mal, Kinder. Tschüss.